Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Spezialorakel, wenn es mal wieder heißt, in Liebe, Liebe zwischen den Mondzeiten zu schauen. Und zwar schauen wir diesmal vom Neumond im Stier, der am Samstag ist, am 30.04., wenn du heute am Dienstag direkt das Video schaust. Und wir schauen vom Neumond im Stier bis zum Vollmond im Skorpion, der am 16.05. dann ist. Für diese zwei Wochen schauen wir uns die allgemeinen Kollektivenergien in puncto Liebe an. Ich habe wie immer drei Stapel gemacht, den ersten, zweiten, dritten Stapel, Stapel links, Mitte rechts. Du darfst dich ganz intuitiv entscheiden, welcher Stapel dein Stapel jetzt sein darf, sein soll. Vielleicht sind es auch diesmal zwei Stapel oder alle drei. Und dann ist es die Mischung der Botschaften, die letztendlich dann die Aussagen für dich dann auch vervollständigen, ne? Die Botschaften. Nichtsdestotrotz ist es ein allgemeines Orakel. Es zählt für diese zwei Wochen, wie gesagt, vom Neumond zum Vollmond. Allerdings, weil es halt Kollektivenergien sind, kann es schon sein, dass sich das bei dir auch etwas verschiebt, dass vielleicht, Hinweise da sind, die vielleicht erst später sich zeigen oder Hinweise da sind, die sich schon gezeigt haben. Das ist immer so eine goldene Mischung. Ich sage trotzdem immer, auch wenn es ein allgemeines Kollektivorakel ist und unsere allgemeinen Energien, dass wenn du dir einen Stapel ausgesucht hast, dann wird auch etwas Brauchbares für dich darin enthalten sein. Ansonsten natürlich stehe ich sehr gerne für dich zur Verfügung für eine individuelle persönliche Legung. Dafür darfst du mich sehr gerne unter meiner E-Mail-Adresse kontaktieren. Die ist hier in den Shownotes unter dem Video zu finden oder auch in den Kanalinfos. Schreib mich einfach an und dann finden wir auch ganz schnell mit Sicherheit, hoffentlich ganz schnell, einen Termin und schauen dann wirklich in die Liebe, Liebe, ganz speziell für dich in deine Karten auch. Ja, und natürlich sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, meine lieben Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr auch gespannt seid wieder, was diese zwei Wochen uns wieder für Aufgaben, für Herausforderungen bringen. Ja, meistens gebe ich euch ja dann doch Hausarbeiten mit, ne? Leider Gottes, aber gut. Wir sind mitten im Frühjahr, ihr wisst, im Frühjahr soll sich vieles verändern und deswegen ist auch schön, wenn wir noch arbeiten dürfen, uns verändern dürfen und dann darf die Liebe, Liebe auch kommen. Und wenn du heute hier neu bist, hier hingefunden hast, wie auch immer, ich freue mich sehr, vielen Dank, dass dich irgendjemand hier hingeführt hat, wer das auch immer letztendlich war. Ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn es dir gefällt, wenn du hier bleibst, wenn du ein kostenloses Abo hinterlässt. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, bei mir gibt es auch Wochenorakel. Es gibt für die ganze Woche Tagesbotschaften, montags, mittwochs und freitags für 2 und 3 Tage. Das heißt, jeder Tag ist gut abgedeckt. Alles derzeit. Deswegen ist wichtig, immer auch die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, denn wenn ich irgendwelche Änderungen vornehme von meinem Turnus her, dann sage ich euch natürlich Bescheid, dann kriegt ihr dann Informationen, aber dafür ist auch wichtig die Glocke, dass ihr die aktiviert. Ja, und an euch alle, ihr Lieben, ihr wisst, der Daumen hoch, das ist für mich ganz wichtig und ja, für meinen Kanal auch und natürlich auch, wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, auch wenn ihr immer mit dabei seid, denkt dran, Abo ist kostenlos. Und ich freue mich total darüber. Okay, ich würde sagen, du darfst jetzt noch mal kurz in dich gehen. Wie gesagt, bitte nicht mit dem Kopf, habe ich nicht gesagt, aber sage ich jetzt dann noch mal. Aber die, die schon öfter mit dabei sind, wissen, dass ich das oft sage. Nicht mit dem Kopf, mit dem Verstand entscheiden, sondern ganz intuitiv aus dem Herzen. Ob es der erste, zweite, dritte Stapel sein darf, links, Mitte, rechts. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann halt das Video kurz an. Denn ich starte natürlich mit dem ersten Stapel und wir schauen natürlich jetzt auch für die kommende Zeit. Wir schauen ab Samstag, wenn du es heute am Dienstag schaust, ab dem 30.04., da ist der Neumond im Stier. Und wir schauen bis zum 16.05., da ist der Vollmond im Skorpion. Für die zwei Wochen schauen wir uns die Energien an. Und natürlich werden wir mal schauen, was uns die Karten so bringen. Wir haben einmal den Mond gezogen. Den mag ich sowieso immer. Tiefe Seelengefühle. Ah, und das Kind. Okay, ja, die tiefen Seelengefühle. Der Mond ist ja immer so, wir schauen ja jetzt auch, ich sag mal so, für diese Mondzeit jetzt auch, deswegen passt das umso mehr. Ich freue mich immer, wenn der Mond sich in den Überschriften zeigt. Der Mond ist eine Erfolgskarte. Der Mond ist aber auch so eine, ja, Auf- und Ab-Karte, ne? Also letztendlich Ups and Downs und
Ja, unsere Gefühle, ne? Mal so und mal wollen wir nicht, mal können wir nicht und dann werden wir wieder enttäuscht und haben deswegen, hinterlassen wir in der Seele auch, ne, Verletzungen und sind vielleicht vorsichtiger. Hier möchte sich alles erneuern, ne? Das Kind, das zeigt immer auch für Wachstum oder zeigt Neuanfang und steht auch für Wachstum und ja, Aufbau, ne? Peu à peu, ein Kind wächst auch. Wächst und gedeiht, langsam aber sicher natürlich. Und so sollst du auch wieder zu deinen Gefühlen auch. Ja, einmal zu dir. Selbstliebe ist ganz wichtig, ne? Ohne die Selbstliebe können wir im Außen auch nicht lieben. Wenn wir uns nicht lieben, dann ist das schwierig, im Außen zu lieben. Und deswegen ist da wichtig auch da so, ja, mir kommt auch hier ganz klar hier so unser inneres Kind, ne, auf der Seelenebene auch immer heilen. Und das ist vielleicht so in den 2 Wochen auch noch mal so, dass du gewisse Phasen in deinem Leben auch Revue passieren lassen darfst und dann noch mal hinschauen solltest, ne, damit du auch Gefühle wieder annehmen kannst, ne, damit Gefühle hier wachsen können, weil sie wollen. Du kriegst das Signal für diese 2 Wochen definitiv, es wollen wieder tiefe Seelengefühle entstehen. Es soll wieder aus einem kleinen Pflänzchen eine richtig schöne Blume werden, ne? Also richtig starke Gefühle, auch Emotionen, die du auch empfangen darfst und die du dann auch weitergibst vor allen Dingen, ne? Also hier wirklich Neustart, Wachstum in tiefen Seelengefühlen, auf, ja, ich sag mal wirklich, wenn wir solche Gefühle erleben und wenn da ein Aufbau da ist, dann ist das schon etwas Festes oder was Festigendes und was wir ganz sicherlich auch, ja, ich sag mal ganz ernst und auch ganz eng und ganz, ja, ich weiß gar nicht, mir fehlt gerade das Wort dafür, aber wir nehmen es natürlich auch wahr, wie halt diese Gefühle wachsen dürfen, ne? Und vielleicht ist es für uns jetzt mal ganz, ganz Neues, mal wieder so Gefühle auch zu erleben, ne? Oder auch zu sehen, wie Gefühle entstehen, wie Gefühle wachsen, wie Vertrautheit wächst, ne? Zu uns selbst auch natürlich, aber auch im Außen, ne? Es kann also wirklich da was ganz Neues, Großes kommen. Wir schauen natürlich mal weiter in die Karte, weil das ist ja immer ganz wichtig. Okay, da haben wir das Waisenkind gezogen. Und wir kriegen natürlich auch mal wieder unsere Aufgaben, weil das passt hier auch sehr, sehr schön dazu. Und dann haben wir den Frieden. Wow. Ja, und das ist so, unsere Erfahrungen, ne, die machen uns zum einen natürlich immer reicher, aber auch verletzbarer, ne? Wenn wir, ich sage jetzt mal mit Waisenkind, ist für mich so dieses innere Kind, was ich vorhin auch sagte, ne? Vielleicht haben wir so diese tiefe Liebe bis dato noch nie spüren dürfen. Und ja, wir wissen auch gar nicht, wie Liebe wirklich entsteht oder wie Liebe wächst oder weil wir vielleicht auch immer vorher schon die Beziehung beendet haben oder sie wurde beendet, wo wir noch auf Wolke 7 schweben durften. Ne? Wir sind im Endeffekt da aber hängen geblieben, diese tiefen Seelengefühle, die jetzt hier kommen möchten, ne, die absolut hier wachsen möchten. Und wenn du schon jemanden hast, dann wirst du schon spüren den Anfang. Das macht manchmal auch einen unsicher, ne? Und wenn wir sowas noch nie erlebt haben, und dann ist es auch schwierig, sich darauf einzulassen. Oder wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, oder man hat immer alles gegeben in puncto Gefühlen. Man hat sich in Anführungsstrichen da auch diesbezüglich nackt ausgezogen, ne? Man hat sich hingegeben, was ja auch schön ist. Aber es wurde im Endeffekt nie so geschätzt und nie so angenommen oder ihr habt auch nie das zurückbekommen, letztendlich, was ihr gegeben habt. Aber das soll jetzt alles in den Neuanfang gehen. Ne? Ihr sollt also tiefe Seelengefühle, sollt ihr hier wirklich ja annehmen dürfen und Frieden ist für mich dann auch nochmal so das Resultat, ne? Dass man wieder bereit ist, auch zu lieben und dass man eine Chance gibt, dass man von der Selbstliebe aus auch im Außen halt lieben möchte, lieben wird, ne? Und man bekommt ja dieses Wachstum auch auf Seelenebene. Und so kann man auch Frieden schließen. Klar, man muss einen Schritt nach vorne machen, definitiv. Und man ist nie befreit davon, dass man mal verletzt wird wieder. Aber dieses Waisenkind in dir, was ich so shit spüre, dass es im Endeffekt so sehr verletzlich ist und noch nicht so wirklich weiß, ob es das alles annehmen kann, ne? Ob es ausgerüstet und gewappnet ist für die tiefen Seelengefühle, ne? Weil man sich das nicht vorstellen kann oder man einfach Angst hat. Und das ist ja oftmals im Leben, wenn man älter geworden ist und schlechte Erfahrungen hatte, man weiß ja, wenn Liebe wächst und immer stärker wird und wenn man dann
wenn dann die Liebe beendet wird, dann sind die Schmerzen natürlich größer, als wenn man noch in der Anfangsphase ist. Ne? Aber hier heißt es wirklich, nimm es an, dass du wieder diese Gefühle auch leben darfst und dass du das jetzt auch bekommen sollst. Ne? Und schließe Frieden mit der Vergangenheit, schließe Frieden auch ja, mit diesem Waisenkind. Ne? Nimm dein inneres Kind in den Arm und sag, es ist alles gut und wir gehen da gemeinsam durch und wir wollen die Liebe leben und deswegen gehen wir auch die Schritte nach vorne und deswegen riskieren wir auch mal ein bisschen mehr, weil das deutet auf jeden Fall, diese vier Karten sind für mich ganz klar, du sollst nach vorne gehen, du sollst dich wieder auf etwas einlassen und ohne, ja, es ist schwierig zu sagen, ohne Angst und so, aber versuch es mal einfach anzunehmen, dass auch auf dich was Schönes, Großes dann wartet, ne? Jetzt schauen wir mal weiter. Schaut mal hier, ja, ich habe gerade gesagt, es wartet was auf dich, ja, die neue Liebe. Und ihr wisst, ich gucke mir die Karten im Vorfeld auch nicht an. Neue Liebe, eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Ja, da wartet was auf dich. Nicht nur die Herzbotschaft, natürlich mit dazu. Bleib dir selbst treu, das finde ich auch total schön, ne? Du kennst deine Grenzen und wenn du noch Heilung hast und wenn dein inneres Kind manchmal noch schreit oder dich versucht zurückzuholen, ne, und vom Wachstum der Seelengefühle, der tiefen Gefühle noch ein bisschen abhält, weil man Angst hat. Wie gesagt, schließe Frieden, lass diese neue Liebe zu. Also ich sage ja nicht zu, sondern nimm diese neue Liebe an. Ne? Bleib dir zwar selbst treu, mach alles Schritt für Schritt so, wie du es halt auch, ja, ich sag mal, akzeptieren kannst für dich, beziehungsweise womit du dich wohlfühlst, aber versuche einen Schritt nach vorne zu gehen. Ne? Jeder Versuch macht klug und bringt einen weiter, auch wenn es heißt, dadurch verletzbarer zu sein. Aber die neue Liebe wartet auf dich. Und du hast hier ganz viel Heilung auch und gerade so auf Seelenebene und innere Kindebene. Ich finde, diese zwei Wochen werden für dich ja nochmal so absolute Innenschau aufs Sein und im Außen, wenn du eine Innenschau betreibst und dich darauf fokussierst, wirst du sehen, im Außen, wenn schon jemand da ist, wirst du ganz anders empfangen dürfen, diese Gefühle und annehmen dürfen auch. Und wenn niemand bis dato da ist, dann bist du dann auf jeden Fall ausgerüstet, wirklich für so eine tiefe Seelenliebe und nicht mehr für irgendwie ja, ein Date nach dem anderen, wo gar keine Gefühle entstehen können. Ja, mal jetzt mal groß gesagt, beziehungsweise tiefe Gefühle nach einem Date, ist ja schwierig. Ne? Man hat Schmetterlinge vielleicht im Bauchraum, man hat ja noch die tiefen Seelengefühle. Aber da darfst du jetzt reinwachsen und das sind jetzt deine neuen Schuhe sozusagen. Die alten, da bist du rausgewachsen aus diesem schnell, schnell, schnell oder ne, kurz getroffen und dann schon zu Ende oder noch nicht mal getroffen und schon zu Ende oder gar keine war in Sicht, ne, als potenzielle Partnerin, Partner. Hier ist die neue Liebe, die wartet. Versuch dich wirklich darin auch, ja, auch nochmal so wirklich reinzufühlen, dieses innere Kind. Es möchte die tiefen Gefühle leben, definitiv. Aber dafür ist wichtig, dass man halt Frieden schließt zum einen und dass man sich auch selbst liebt. Ne? Dass man auch selbst sagen kann, ja, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich akzeptiere auch meine Vergangenheit. Das ist auch ganz wichtig, die Vergangenheit zu akzeptieren. Aber auch loszulassen, damit die wahre Liebe, die jetzt wirklich hier in den Neubeginn möchte, mit tiefen Gefühlen, tiefen auf Seelenebene, Seelenpartnerebene, die möchte kommen. Und da sich drauf einzulassen, ist nochmal wichtig, nochmal diese Innenschau für dich in diesen zwei Wochen aber auch nochmal zu halten. Und dann los geht's. So, dann schauen wir auch natürlich in Stapel 2. Wir schauen auch jetzt vom Neumond im Stier, der am Samstag am 30.04. ist. Und wir schauen bis zum Vollmond im Skorpion und dieser ist am 16.05. So, da haben wir einmal die Lilien gezogen als Überschrift. Und die zweite Karte sind die Fische. Heute geht es aber hier ins Eingemachte. Vorhin haben wir auch schon mal Gefühle also im ersten Stapel gehabt, in den zwei ersten Überschriftskarten. Und hier haben wir auch, ja, die Lilien, die sprechen ja immer so von dem, das ist ja oftmals, wie ich auch mal sage, die Knisterkarte. Ne? Das ist manchmal auch die Affärenkarte, die Sexualitätskarte. Und es kann ja gut sein, dass du dich jetzt auch in so einer Geschichte befindest. Ne? Freundschaft plus oder Affäre, wie auch immer. Ne? Und hier entstehen auf einmal mehr Gefühle. Die Fische bedeuten emotionale Fülle und
Diese Kombination finde ich sehr schön, ne? Wenn man vielleicht am Anfang eher so, ja, oberflächlich finde ich das jetzt das falsche Wort, aber wenn man sich auf einer anderen Ebene getroffen hat, ne, sage ich jetzt mal so, und es war auch in Ordnung, jetzt darf es hier weitergehen, ne? Hier dürfen Gefühle entstehen und ich bin daher gespannt auf die anderen Karten, aber es heißt auf jeden Fall das, was wenn du schon jemanden hast und dich da wiederfindest, dass da halt auch mehr investiert werden darf und soll auch in diesen 2 Wochen. Es soll halt schon zu Gefühlen kommen. Und auf der anderen Seite, die niemanden haben, die Lilienkarte ist natürlich auch so die Erotikkarte, aber sie ist aber auch die Balance- und Harmoniekarte. Und das ist zum Beispiel auch etwas, so, was im ersten Stapel halt auch schon so ähnlich angefangen hat. Ja, tiefe Gefühle wieder auch annehmen zu können, ne? Nicht an der Oberfläche immer zu bleiben, sondern weiterzugehen, sondern Erotik ist viel, aber ist natürlich nicht alles in einer Beziehung. Gehört dazu, für meiner Meinung nach gar keine Frage, aber hier geht es auch darum, auch Gefühle wieder zu erleben und auch zu leben gegenseitig, ne? Also dafür ist natürlich auch wichtig, dass man sich selber akzeptiert, dass man selber in der Selbstliebe ist, aber dann ist es schön, wenn Gefühle auch auf dieser Basis dann entstehen. Und vor allen Dingen auch, wenn Gefühle, wie ich vorhin auch sagte, wenn ihr jetzt niemanden habt, ne, wenn das jetzt wirklich so ist, dass da endlich mal wieder Stabilität reinkommt, ne, dass ihr euch gut fühlt, weil ihr wieder merkt, dass vielleicht jemand da ist, der oder die ja, euch auch signalisiert, dass da, auch wenn es am Anfang ist, ne, wenn ihr niemanden habt und jemanden kennenlernt, man merkt ja trotzdem, ob da eine Ebene da ist. Und durch diese Ebene entstehen ja auch Gefühle und die entwickeln sich dann weiter. Und gerade so, wenn man jemanden auch anziehen findet, Lilienkarte ist ja auch so eine Karte, wo man, ne, wie gesagt, auch sich anziehen wie ein Magnet auch, wenn man es so ein bisschen übertreibt, auch findet. Und wie schön ist es, wenn man jemanden auch, ja, auch auf den ersten Blick vielleicht und dann auch Gefühle entstehen dürfen. Ne? Das ist ja dann noch mal mehr mega. Manchmal ist es ja so, dass man auch jemanden anders kennenlernt und anders dann auch jemanden sieht, ne? Nicht vielleicht auf dem ersten Blick Model dann vor sich hat, egal ob Mann oder Frau, ne? Das ist aber das, da geht es ja gar nicht um. Die inneren Werte zählen ja auch. Und hier ist aber so alles mit drin, ne? Hier ist wirklich dieses Knistern schon von der Optik her da und es geht dann bis ins Gefühl auch. Und das möchten in 2 Wochen, die möchten auf jeden Fall auch gelebt werden. Und ich finde das ganz schön, wenn man jetzt so für sich sagt, okay, vielleicht, ja, auf der einen Seite kennt man jetzt jemanden und man hat etwas Lockeres und das darf sich festigen. Entscheidest du natürlich alles, ne? Ansonsten genießt du weiter, aber du musst dann halt schauen, dass die andere Seite nicht zu viel Gefühl entwickelt, weil dann solltest du vielleicht mal Halt und Stopp sagen oder kommunizieren, bevor es nachher da wirklich, ja, bevor es nachher wehtut, auch für die andere Seite, ne? Und ansonsten, wenn du jetzt wirklich sagst, bist offen und frei und möchtest wieder Liebe leben, dann sind hier auf jeden Fall Gefühle, also wirklich emotionale Fülle hier mit Knisterfaktor hier ganz groß geschrieben für dich für diese 2 Wochen. Ne? Ja, ist auch wirklich dann, mach alles auch dafür, dass es, was du dich halt so akzeptierst, auch wie du bist, dass du dich gut fühlst und dass du auch ja, Gefühle annehmen kannst, ne? Weil die möchten hier wirklich auch auf einer anziehungsmagnetischen Weise auch auf dich halt auch zukommen. Ne? So, wir schauen mal weiter, was wir noch für Karten haben. Oh, da haben wir die Freundschaft. Habe ich nicht gerade noch von Freundschaft plus gesprochen? Oh, die wahre Liebe. Wow. Boah, der erste Stapel, das ist so interessant heute. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt, dass wir hier von Gefühlen die Karte haben. Dann wahre Liebe. Ist zwar eine andere Karte im ersten Stapel, aber halt auch so ähnlich oder so gleich. Könnt ihr ja mal spicken nachher. Ja, schaut mal hier. Freundschaft plus wird wahre Liebe. Aus Oberflächlichkeiten werden tiefe Gefühle. Vielleicht kennt ihr jemanden, vielleicht sagt ihr jetzt in dem Moment auch, nee, ich kenne niemanden und da ist niemand Potenzielles in der Nähe. Und vielleicht ist es aber doch so. Vielleicht hat man jemanden schon gesehen und fand ihn oder sie doch ganz toll, ne? Aber dadurch, dass man die Person nicht kennt oder manchmal ist es ja auch so, dass man sich auch ja klein macht, ne? Dass man sagt, oh ja, der oder die ist schon sehr attraktiv und könnte mir gefallen, aber im nächsten Moment denkt man gar nicht weiter darüber nach, weil man einfach sagt, nee, nee,
der oder die spielt in einer anderen Liga als ich. Ne? Kennt ihr das? Das ist ja ganz oft, das höre ich auch oftmals in meinen Coachings. So ein Quatsch. Ne? Es ist die äußere Fassade im ersten Moment, ne? Und das Innere zählt ja. Aber hier ist für mich wirklich, hier ist so viel Anziehung, hier ist viel Freundschaft. Also in den 2 Wochen kann es gut sein, dass wirklich, wo du vielleicht heute schon jemanden kennst und das ist aber eigentlich nie ein Thema für dich, war diese Person, aus welchem Grund auch immer, sei es von der Optik her, sei es, weil die Person liiert ist und, ne? Aber es kann gut sein, dass da die Freundschaft noch mehr wächst, ne? Dass man durch die Freundschaft, durch tolle Gespräche oder wirklich diese Anziehungskraft auch von der Optik her im ersten Moment, weil das ist ja nun mal das Erste, was man sieht, wenn man jemand ganz Neues kennenlernt, ne? Dass daraus halt wirklich eine ganz tiefe Freundschaft sich entwickelt und daraus wird die wahre Liebe. Und vielleicht bist du mittendrin jetzt auch oder sagst dir, ja, ich hatte jetzt ein Date oder stimmt, ne, da ist Arbeitskollege, Arbeitskollegin XY, schon toll, ne? Aber hast nie mehr dran gedacht und ja, vielleicht solltest du ein Auge mehr auf die Person werfen und vielleicht mal ins Gespräch kommen auch. Und ja, Freundschaft ist immer so ein großes Wort. Ne? Für mich ist aber auch Freundschaft, wenn man gute Gespräche führt, eine Bekanntschaft. Ne? Bis ich jemanden als Freund oder Freundin betitel, puh, da braucht schon lange. Und ich glaube, das ist auch in meinem Leben, kommt das auch jetzt im Alter auch nicht mehr so, dass ich sage, das ist eine Freundin oder ein Freund. Das sind dann sehr gute Bekannte. Man hat seine Freundschaften, die man 1000 Jahre schon hat. Und davon, ich definiere das immer für mich so, davon habe ich auch nicht viele. Ich habe dann doch engere Bekannte, die danach kommen und dann auch weitläufigere Bekannte. Ne? Also aber Freunde ist schon für mich ein ganz heiliges Wort. Deswegen Freundschaft ist aber für mich dieses Verständnis, die Verständnisebene hier auch. Ne? Die Erotik stimmt, die Gefühle stimmen, die Freundschaft stimmt und dann wird daraus wahre Liebe. Also Stapel 2, hier ist mega viel Potenzial. Wenn schon jemand da ist, dann ist ultra viel Potenzial. Und wenn noch niemand da ist, dann bitte die Augen auf hier. Aber definitiv. Ne? Und letztendlich da auch schauen und nicht irgendwie wertend sein. Ne? Zu sich selbst nicht und auch nicht zu seinem Gegenüber. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Aber wir schauen mal weiter, was wir haben. Oh, die Chemie stimmt. Also jetzt kommt wirklich jemand hier ums Eck. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Und ihr Lieben, ihr wisst, ich gucke die Stapel nicht an. Was riecht die ganze Zeit hier vom Magneten? Und jetzt haben wir das hier sogar stehen. Wieder mal schwarz auf weiß oder hier Magentafarben auf, keine Ahnung. Und jetzt, wenn ich euch jetzt noch die Herzbotschaft sage, also Stapel 2, ich glaube, du wirst jetzt 5 Meter groß sein. Wer das jetzt schaut, vielleicht auch rot werden, vom Glauben abfallen, vom Stuhl abfallen, wie auch immer. Jetzt schaut mal hier. Wir haben die wahre Liebe und dann haben wir noch Ich liebe dich. Wow, oder? Also ich sag ganz ehrlich, wenn ihr jemanden habt, ne, wo es bis dato oberflächlich alles war, hier geht's echt rund, ne? Aber hier forciert dann auch bitte diese Freundschaft, diese guten Gespräche. Ihr habt wahre Liebe, die Chemie stimmt, es besteht eine starke magnetische Anziehung. Da haben wir die Knisterkarte. Dann noch Ich liebe dich mit der emotionalen Fülle und wahre Liebe. Wir haben in diesem Stapel nur, hier kann ich euch gar keine Hausarbeit aufgeben, wie ich das sonst immer mache, ne? Dass ihr da nochmal hinschauen sollt oder hier nochmal hinschauen dürft. Ne? So Stapel 1 musst du es trotzdem, auch wenn es gute Karten waren. Ne? Aber hier Stapel 2, du musst hier gar nichts. Du darfst hier, also ihr müsst so oder so nichts. Ne? Also wenn ich Empfehlungen abgebe, das ihr wisst ja, mittlerweile kennt ihr mich dafür auch. Aber hier heißt es wirklich, jede Karte ist Gold wert. Ne? Und magnetische Anziehung mit der Knisterkarte, mit der emotionalen Fülle, dann eine Freundschaft. Ich kann mit jemandem auch richtig sprechen. Es ist wie mein Best Buddy, ne? Wahnsinn, ne? Wahre Liebe, ich liebe dich, die Chemie stimmt, es besteht eine starke magnetische Anziehung. Also Stapel 2, hier kann ich nicht mehr zu sagen. Ne? Also wenn jemand da ist, dann schau dir diese Person bitte nochmal, nicht 3-mal, sondern 5-mal an. Und wenn niemand da ist, also wer jetzt in den 2 Wochen nicht sich irgendwie bemerkbar macht, ne? Wo auch immer, ob es jetzt online ist, im Außen und flirtet und flachs, was das Zeug hält. Also da, ich möchte nicht sagen, dem kann ich da nicht mehr helfen, weil das wäre ja ein bisschen auch zu krass gesagt, ne? Weil ihr entscheidet ja auch, welcher Zeitpunkt für euch genau richtig ist, ne? Und welcher auch passt und so. Aber hier ist mega viel drin jetzt. Also hier ist mega viel drin. Und wer jetzt Stapel 2 gezogen hat oder sich dafür entschieden hat und
jetzt und danach, nach den 2 Wochen, sagt, ach, ich habe das ja total vergessen, ich hätte ja jetzt ein bisschen was machen sollen, ne? Oder ein bisschen was mich mehr fokussieren sollen auf die Männer- oder Frauenwelt, ein bisschen mehr rausgehen und ein bisschen mehr flirten, ein bisschen mehr gucken. Und ich habe das, und das habe ich ja ganz vergessen. Ja, da werde ich aber sauer. Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Aber Stapel 2, wahre Liebe, die Chemie stimmt, ich liebe dich. Emotionale Fülle, Freundschaft. Was hatten wir noch? Ach, die Knisterkarte, ja. Ich wünsche dir 2 zauberhafte Wochen und tolle Begegnungen. Und hier ist es wirklich so, hier quatsch mal lieber eine Person mehr als eine zu wenig an. Definitiv. Also da sage ich ganz ehrlich, ne? Also, und wenn ihr das nur als Probe- und Mutfaktor mal ansieht, jemanden anzusprechen, aber macht das, weil hier kann hier was ganz Großes sich entwickeln. Und ansonsten kramt mal auch in eurem Freundeskreis ein bisschen rum oder bei Menschen, die ihr an sich toll findet, wo ihr aber bis dato nie gedacht habt, dass das jemand wäre für eine Partnerschaft. Ne? Wer weiß, was daraus dann sich entwickeln kann. Mit den Karten kann alles jetzt passieren. Und dann nehmen wir natürlich auch noch Stapel 3 und schauen natürlich auch ab Samstag, da haben wir den Neumond im Stier am 30.04. und wir schauen bis zum Vollmond im Skorpion, der am 16.05. ist. So, wir haben einmal hier das Schiff gezogen. Macht euch auf die Reise, sage ich euch dann nur. Und die zweite Karte ist die Sense. Ja, das ist ja gar nicht mal so verkehrt, wie ich sagte. In diesen 2 Wochen, vielleicht wird der ein oder andere auch in Urlaub fahren. Mit dem Schiff heißt jetzt nicht unbedingt, dass ihr eine Schiffsreise machen müsst, sollt, wie auch immer. Und die Reisen heißen auch nicht, dass man nach Timbuktu reisen muss, sondern es kann auch eine kleine Reise sein, es kann auch eine Zugfahrt sein, wie auch immer. Aber es kann auch wirklich nur ein kleiner Schiffsausflug sein. Ne? Ich versuche euch verschiedene Impulse zu geben, verschiedene Möglichkeiten, wo ihr vielleicht Mrs. oder Mr. Right treffen könnt. Und die Sense schlägt aus. Also keine Angst, dass hier keine Bewegung kommt, sondern hier kommt plötzlich Bewegung rein. Ich sage euch immer, das Schiff ist nicht das Schnellste. Aber es ist ja das Wichtigste in der lieben Liebe, kommt Bewegung rein, peu à peu. Und manchmal dauert es halt noch ein bisschen länger, weil ihr eure Themen noch nicht alle bearbeitet und erledigt habt. Ne? Das ist dann nicht die Schuld der Karten. Schuld ist auch wieder ein relativ großes Wort. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Aber das ist dann euer Thema. Dann ist es wichtig, auch nochmal hinzuschauen, warum, weshalb, wieso das nicht zu mir kommen möchte. Ne? Die große Liebe oder an sich die Liebe oder die Möglichkeiten, überhaupt eine neue Liebe kennenzulernen. Ne? Aber hier ist es so wirklich so, seid unterwegs, ne? Seid unterwegs und dann kann plötzlich ganz viel in Bewegung kommen. Kommt mir gerade auch noch mal so. Vielleicht glaubt ihr gar nicht daran, dass es wirklich schneller gehen kann. Das Schiff, wie gesagt, ist kein Intercity. Es dauert ein bisschen länger. Aber dadurch, dass wir die schnelle Karte hier haben, die plötzliche Karte, heißt für mich auch so, dass ihr vielleicht überrannt werdet, ne? Dass ihr zwar schon merkt, ihr seid in Bewegung, ihr seid in Flow und die Liebe spürt ihr schon und ihr wisst, ihr seid jetzt dran und dass es auch jetzt irgendwann kommt. Und vielleicht wird es aber schneller kommen, als ihr denkt, durch die Sense jetzt, ne? Durch die Plötzlichkeit auch. Macht euch also da wirklich drauf gespannt auch. Und schaut, wenn ihr wirklich auf einer Reise jetzt seid oder unterwegs seid oder macht einen Tagestrip oder. Für mich ist schon alles so, was nicht normal draußen ist. Also nicht, wenn ihr täglich zum Einkaufen geht, das ist jetzt für mich keine Reise. Aber wenn man sagt, man fährt in eine andere Stadt zum Shoppen oder wie auch immer, dann ist das schon wie so ein Ausflug und dann kann auch euch jemand begegnen. Und dann ist das plötzlich, ne? Das ist auch nochmal hier von der Botschaft her, dass wenn man unterwegs ist, kann plötzlich jemand auftauchen. Mann oder Frau, das entscheidet ihr. Aber das ist so, wo man manchmal auch nicht mit rechnet, vielleicht auch, ne? Dass man das, also gerade so, wer jetzt auch niemanden hat, das sind alles jetzt so Möglichkeiten diesbezüglich gewesen. Auf einmal taucht jemand auf, ne? Und dann geht alles schneller, noch schneller in Bewegung. Dann habt ihr hier die doppelte Bewegung im Endeffekt. Und die jemanden haben, wo es sich ein bisschen gezogen hat und wo man weiß, okay, da ist noch Schwierigkeiten beim Gegenüber oder man hat selber noch so ein Thema, wo man sagt, langsam aber sicher möchte ich das angehen, das wird hier auch mehr Fahrt, mehr Wind aufnehmen, mehr Fahrt annehmen, wie auch immer ihr das auch sagen wollt. Ne?
Durch die Sense ist es hier, gibt es einen plötzlichen auch Wandel, ne, dazu. Auch, ich würde sagen, weil wir über die Liebe gucken, ist es für mich auch eher positiv gemeint. Ne? Aber es geht auf jeden Fall in Bewegung, aber schneller als ihr dachtet, wenn da jemand schon ist. Und natürlich entscheidet ihr, ob es dann letztendlich schneller auch in eine andere Richtung gehen kann, in natürlich in eine noch bessere, positivere Richtung. Und wenn nicht, dann setzt ihr Grenzen. Dann sagt ihr halt, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Es ist mir zu schnell und ich brauche ein bisschen Zeit hier noch. Ne? Dann ist das Schiff hat so viele Bedeutungen aus, auch eine Sehnsuchtskarte. Ne? Endlich werden die Sehnsüchte plötzlich gestillt. Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Zusammengehörigkeit und. Ne? Was alles so in der lieben Liebe auch natürlich mit einfließen darf. Und das darf jetzt auch schneller kommen. Und das sind alles so Punkte, wo man vielleicht wirklich so eher so Schritt für Schritt macht, sagen die Karten, jetzt geht's hier schneller. Und die Sehnsüchte werden schneller erfüllt. Ich habe schon das Gefühl, dass du offen bist und sagst, ja, ich bin jetzt dran, ich weiß das. Und 2022 wird mein Jahr auch und in der lieben Liebe auch. Und du merkst richtig so wirklich, dass du in Fahrt bist. Aber ich habe das Gefühl, dass du für dich auch das akzeptiert hast, wenn das alles nicht so schnell geht. Aber hier möchte etwas schneller auf jeden Fall vorangehen. Ja, wir schauen mal weiter, was wir hier haben. Wow, die Verzauberung. Ja, plötzlich. Plötzlich taucht da jemand auf und ihr seid verzaubert. Und dann ist nicht mehr mit peu à peu, Schritt für Schritt, sondern geht's dusch. Verzauberung, dusch. Da ist er. Und schaut mal hier mit dem Glück. Da haben wir wieder schöne Stapel heute. Wow, ich bin total begeistert. Ich bin echt begeistert, weil ich freue mich auch, dass ihr so tolle Botschaften hier bekommt, weil Glück auch noch, ne? Wenn ihr jemanden habt oder auch niemanden habt, wenn ihr dann verzaubert werdet durch diese Person oder durch eine neue Person und es plötzlich viel schneller alles kommt, als ihr euch jemals gedacht habt, ne? Gewünscht habt ihr es von ganzem Herzen, aber jetzt geht es schneller, schneller denn je. Und dann kommt ihr in euer Glück, seid verzaubert, findet noch diese Person, die Situation, alles, was drumherum so, ich sag mal, so mit sich spielt und was da ausschlaggebend auch ist. Das ist alles etwas, was dazu führt, dass ihr verzaubert seid, entzückt seid, dass ihr Freude auch spürt, ne? Dass ihr so wirklich diese Bewegung, die gerade so herrscht und dann herrschen wird, die könnt ihr dann wirklich ja kaum fassen, weil ihr vielleicht auch wirklich hier die rosarote Brille dann auf habt und dann im Glück landet. Ist es nicht mega? Ich stelle mir das gerade so wirklich so vor, wenn man wirklich weiß, okay, es ist Bewegung da, aber noch nicht so viel, wie man sich das wünscht, aber man ist positiv gestimmt und auf einmal kommt so ein Dusch und es wird plötzlich alles anders und plötzlich hat man viel, viel mehr Hoffnung, also noch mehr Hoffnung, als man vorher schon hatte, obwohl man vorher schon gut gestimmt war und wusste, man hat aufgeräumt, ne? Aber du wirst richtig dein Glück hier auch spüren und du wirst in diesen 2 Wochen definitiv eine Wandlung auch merken. Und Verzauberung heißt für mich auch noch mal mehr auch Selbstakzeptanz dir gegenüber, ne? Dass du dich auch mehr magst und mehr wertschätzt. Und ihr wisst ja immer, wenn wir uns auch lieben und wenn wir mit uns im Reinen sind, das spiegeln wir im Außen und wir ziehen natürlich dann auch die Menschen auch an. Und wenn schon auch jemand da ist, diese Person wird auch anders auf uns dann zugehen, wenn wir so sind, als wenn wir immer so miesepetrig sind oder halt uns nicht mögen und immer was an uns auszusetzen haben. Ne? Das sind halt immer so Punkte, die darf man nicht außer Acht lassen, weil die sind sehr, sehr wichtig, gerade auch in der lieben Liebe. Wir schauen mal weiter bei so tollen Karten. Oh, jetzt kommen die romantischen Gefühle. Also ich habe heute echt tolle 3 Stapel, ich bin ganz begeistert. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Ja, du wolltest auf deiner Reise alles peu à peu machen und jetzt geht's hier richtig zur Sache. Jetzt schauen wir mal, was für eine Herzbotschaft wir haben. Wir haben die Verwandlung. Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Ja, und das ist genau das Gleiche wie mit dem Schiff so. Normalerweise peu à peu alles, es kommt in Bewegung, ne? Es läuft langsam, aber beständig, manchmal natürlich auch mit Windstärken, nicht so und so. Und hier geht es jetzt auch, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Ja, wahrscheinlich hast du da auch gedacht, okay, das dauert noch und so. Und plötzlich ändert sich alles. Plötzlich bist du verzaubert, bist im Glück, spürst romantische Gefühle. Und dann schau hin, weil du bist hier auf der Überholspur.
Und vielleicht haben dich hier die ganzen Botschaften und die ganzen Karten dann, wenn du das erleben wirst, die haben dich schon überholt. Und du bist noch gar nicht da, weil du hast zwar den Flow gespürt und wusstest, du bist auf dem richtigen Weg und die Liebe kommt jetzt zu dir. Aber jetzt kommt hier alles geballt, ne? Und das ist hier auch mit den anderen Stapeln. Ich finde wirklich das total magisch. Diese 2 Wochen werden echt magisch werden. Und da wird ganz viel Arbeit, in welche Richtung auch immer, schon so automatisch auch losgelöst werden. Also nicht die Arbeit, die ihr jetzt sozusagen machen müsst, sondern einfach so die Arbeit an euch, in euch. Ne? Da kommen die ganzen Belohnungsfaktoren kommen raus, ne? Bis hin zum gebackenen oder zur gebackenen Person, ob Mann oder Frau bist ihr, wisst ihr, wenn man sagt ja, man muss noch denjenigen oder diejenige für mich backen, kennt ihr bestimmt auch diesen Spruch. Aber total schön, Stapel 3. Also hier geht es wirklich auch darum, wenn du eine Reise machen möchtest, und ich habe ja vorhin schon gesprochen, eine Tagesreise oder etwas, was halt nicht normal bei dir im Alltag integriert ist, dann mach das, weil dann kann auch plötzlich da auch was in Bewegung kommen. Du kannst wirklich Gefühle wieder spüren, die du vorher schon lange nicht mehr gespürt hast oder vielleicht noch nie gespürt hast, und im Glück sein. Und dann schau hin, ne? Auch bei einer Person vielleicht, die derzeit vielleicht noch gar nicht so interessant ist, aber wo man einfach ein gutes, was heißt gutes Gefühl, aber wo man einfach gute Gespräche mit hat, ne? Kann ja auch sein, dass diese Person, das ist einfach ein nettes Kennenlernen, man denkt sich nicht mehr dabei und auf einmal wird hier mehr. Und dann ist auch wichtig hier, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Ne? Dann schau auch hin. Es gibt ja manchmal auch aus Freundschaft oder Bekanntschaft oder einfach guten Gesprächen, wo man gar nicht in dem Moment mehr denkt oder mehr reininterpretiert hat und gar nicht auf die Liebe aus war. Und hier vielleicht möchte das kommen. Vielleicht hat man sonst oder ist man auf einer Reise auch zusammen, manchmal auch vielleicht im Job oder so, dass das auch da diesbezüglich ist, ne? Dass man da wirklich gar nicht so die Gedanken hat, dass da jetzt jemand auf einer Geschäftsreise oder wie auch immer oder im Tagesgeschäft, wenn man unterwegs ist, aber auch vielleicht irgendwo hin, wo man sonst nicht hinfährt, dass da jemand einem begegnet. Ne? Da hat man ganz andere Prioritäten im Kopf, da hat man den Job im Kopf, da hat man nicht die im Kopf so, als wenn man frei hätte und man geht eine Runde spazieren und denkt sich bei den liebenden Paaren, ach, das wäre jetzt schön, hätte ich auch gerne. Das hat man ja im Alltag, hat man andere Gedanken. Und vielleicht kommt dann auch so eine Verzauberung und dann spürt ihr wirklich, da ist mehr, ne? Da ist so eine Verwandlung und das ist dann auch euer Glück letztendlich. Ne? Und das ist dann halt auch, dann ist auch wichtig zu schauen, ne? In welche Richtung geht man. Und dann kann auch sein, dass ich plötzlich, wie ich auch vorhin sagte, mit dem Schiff und mit der Sense, dass sich plötzlich das auch total dreht. Und ja, dass halt ganz, ganz viel Bewegung auf einmal von jetzt auf gleich auch kommt. Ne? Oder man wirklich wie ein Schiff auch in eine andere Richtung halt ansteuert vielleicht. Ne? Dass man dreht und dass man nochmal zurückgeht und nochmal schaut. Und schaut, was hat das jetzt gerade mit mir gemacht? Da war doch irgendein Gefühl da, ne? Dann schaut euch die Person auf jeden Fall an. Also diese 2 Wochen hier, diese Neumond- zum Vollmond-Wochen, diese 2, die sind echt magisch, aber bei allen 3 Stapeln. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz tolle 2 Wochen. Wenn ihr noch dran geblieben seid, freue ich mich natürlich auch über den Daumen nach oben. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Orakel hier wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Alles Liebe euch. Tschüss.